Ah, eine Kegelbahn haben wir hier noch. Wahrscheinlich mal Freizeiträume gewesen. Oh, ist da noch Druck drauf. Machen wir da Licht an. Dann sehen wir ein bisschen besser. Oder da sind die Sprungen. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind wieder mal unterwegs mitten im Wald, ungefähr 3-4 Kilometer von der Hauptstraße entfernt, habe ich ein Ferienheim aus DDR-Zeiten gefunden. Werden wir uns heute ein bisschen umschauen. Wie gesagt, wie sonst auch, vielen Dank an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Gerne immer weiter abonnieren, weiter teilen, mich ruhig ansprechen. Gerne alles immer kommentieren, Däumchen dalassen, wie immer. Und wir starten einfach mal voll rein in das neue Video. Ist diesmal eine geplante Tour, wird auch noch ein zweites von diesem Ort geben. Ein paar Meter weiter habe ich noch eine Kaserne gefunden, werden wir auch noch reingucken. Ja, mal schauen, was das hier heute wird und viel Spaß erstmal dabei. Ja, rauf aufs Gelände, überall schon Häuser zu sehen, im Hintergrund ein Schornstein. Wenn wir gleich links gehen, sieht so ähnlich aus wie ein Empfang oder sowas. Ja, reingucken. Oh, ein Laminat ausgelegt hier hin. Ja. Gut, ist klar. Scheiben, ein paar Fenster. Da wird ein bisschen ja kaputt. Man sieht natürlich gleich wieder ordentlich, dass es DDR-Ostfenster sind. Typische Griffe. Gehen wir mal weiter. Oh, Absperrung. Oh, hier ist ja noch Druck drauf. Machen wir da Licht an. Dann sehen wir ein bisschen besser. Okay. Oder da sind die Sprungen. Jetzt noch alles angeschlossen. Diesmal. Okay. Die Treppe noch da. Ja, rein filmen tun wir mal wieder nicht. Ne? Ja, weiter hier. Ui. Ja, Betonfliege. Schränke noch da. Unterlagen. Mal raufschauen. Vielleicht findet man ja noch ein Datum. Ja, leider nicht. Ah, Sicherung. Okay. Wartet mal. Ja. Naja, gut. Könnte man ja fast hier aufmachen, wenn irgendwas war. Na ja, gut. Mal hier mal rumgucken. Jetzt nicht viel. Heizkörper mal dran, klar. Das ist ein bisschen wahrscheinlich Schlüsselausgabe oder so gewesen. Na gut, okay. Gehen wir mal weiter gucken. Schon mal als Anmerkung, ich war vor ungefähr 2 Jahren schon mal hier. Hab die Gebäude aber hauptsächlich von außen nur begutachtet. Nur mal kurz reingegangen. Und einfach mal so ein bisschen geschaut. Naja, und wir gehen einfach mal gleich in das nächste rein, ne? Und rein geht es. Ja. Vorne wieder alles Strom. Sieht alles noch relativ gut aus. Gut erhalten. Ja, reingucken. Schauen wir mal. Ja, Gemeinschaftsbäder. Mit Badewanne. Na ja, gut. Kann man machen. Kabel liegen überall noch. Toiletten sind diesmal sehr noch drin. Ja, Gardinen noch vor dem Fenster.
schöne Waschbecken dran gewesen. Okay. Da ist eine Tür wie eine Begrenzung angesetzt. Gehen wir mal weiter ins Um. Nochmal kleines Bad. Hier alles schon ein bisschen abgekloppt. Auf jeden Fall Männer gewesen. Ja, Räume relativ groß. Oh, okay, Schreibtisch. Okay, mittlerweile glaube ich nicht mehr zwingend, dass es ein Ferienheim gewesen ist. Nach dem Schaltraum, okay. Schaltzentrale, so ähnlich sah es in den einen Bunker auch aus. Ah, bei den Protokollen stand erstmal nichts drauf. Kein Datum, nichts. Mal weiterschauen. Oh, hier auf jeden Fall Wasser offen. Ja, mal gucken, ob es hier auch einen Keller irgendwo gibt. Ein kleiner Eckraum. Okay, einfach überall nur die Türen aushängen. Sonst relativ gut in Schuss alles. Ui. Okay, hier geht's runter in den Keller. Nee, alles Heizung, alles Versorgung. Das sieht auch noch alles ganz süd aus. Das kann man nicht lange außer Betrieb sein. Ah, Treppe hoch. Ui, gibt es ja zwei Etagen. Gut. Ja, wahrscheinlich mal ein Raucherbalkon gewesen. Relativ groß. Die Etage wird wahrscheinlich genauso aufgebaut sein wie unten. Ja, Toiletten. Okay, genau das. Da unten auch. Ein Zimmer mit Toilette. Warum auch immer. Gute Frage. Vielleicht kann man... Oh, hier ist noch ein zweites Zimmer mit Toilette. Gute Frage. Vielleicht war ja irgendjemand von euch hier mal gewesen. Vielleicht kann man sagen, warum hier zwei Zimmer Toiletten haben und der Rest nicht. Andere Richtung mittlerweile. Ein paar Meter gegangen. Schauen wir mal in die Zimmer. Oh, ein Doppelzimmer. Wieder die Tapete. Okay. Hier ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Hier ist der ganze Zimmer mit Dusche, wo die Lampen alle abgestellt worden sind. Alles abgeschraubt einfach bloß. Wie gesagt, überall die Türen aushängen. Einfach nur hingelegt. Fenster hier und da mal offen, aber kaum zerstört. Ja, der Blick nach draußen nochmal. Hier hinten auch bloß, ja, wieder die gute Osttapete. Zwei Bettzimmer oder zwei Räume. Hier diesmal alles noch ganz und dran. Jetzt merkwürdig, der Doppel bisher. Das Einzige, was die Hammer ist, überall Geländer und Kern. Haben wir Dachboden. Mal gucken, ob irgendwelche komischen Kraftis hier wieder dran sind. Falls hier wieder mal irgendwelche Freaks am Werk waren. Ist doch aufgeschlossen. Die Tür knarrt ein bisschen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Mal überall kurz reingucken, ob hier noch was anderes zu sehen ist. Gut, auch nicht. Auf jeden Fall die komische Tapete hier an der Hand. Oh, Waschbecken. Okay, kleine Kammer. Toilette. Okay, jetzt in die anderen Räume rüber. Hier bloß ein bisschen was mit Steinen. Okay. Darüber wie so ein kleines Versteck.
Jetzt hier mal gucken. Das ist extrem verwinkelt hier. Aber überall die, naja, hübsche Tapete dann nächste Mal drin. Einbaustänke hier auch wieder. Kleine Nischen, alle mit Heizung. Oh, hier oben ist ja nichts weiter. Ah, Wärmescreener, okay. Für Papa. Schöne Graffiti an der Wand. Na, gehen wir erstmal rein. Gleich durch. Stell dir Licht an. Oh, hier sieht es natürlich noch ein bisschen chaotischer schon aus. Ja, ein bisschen Füße heben. Nicht wundern, wenn ich jetzt doch öfter mal auch Türen direkt anfasse. Ich habe jetzt neue Handschuhe, schnittfeste, kann also damit auch ein bisschen mal ins Glas fassen. Ja, im Prinzip her gleicher Aufbau wie das andere Haus. Einfach mal den Gang nochmal runtergehen. Wie gesagt, hier vorne auch wieder Toiletten. Klar, ein bisschen anders aufgebaut. Mehr Waschbecken. Dusche jetzt hier drüben. Beidseitig, okay. Ja, gut. Wahrscheinlich mehr für Familien. Aber trotzdem alles kleine Zimmer. Brandschutztür schon drin. Okay. Und hier blättert überall die Tapete schon ab. Ja, eine Tür mal drin diesmal. Hier hinten auch wieder Heizungsanschluss. Ja, im Prinzip der gleiche Aufbau wie eben. Ja, gehen noch mal ein Stück zurück den Gang. Da ging es nämlich noch ein Stück in den Wald rein. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, waren hier noch kleine Bungalows. Werden wir mal als erstes noch gucken, bevor wir weitergehen. Ich weiß, hier ist noch eine Kantine drauf. Einfach mal rein in den Wald. Waldweg, Trampelfahrt führt uns wieder einfach mal quer rein. Na, da haben wir ihn doch schon. Ersten Bungalow, ungefähr 10 Stück davon stehen hier. Wenn wir mal reingucken in einen, damit wir mal sehen, was da so drin ist. Hier drüben gleich der nächste. Oh, rein in die Hütte. Ui, hier drüben ist schon hinter Raum eingestürzt. Oh, hier auch. Naja, ist halt alles bloß Holz mit ein bisschen Pappe. Ja, hier drüben einfach mal so rein, damit man mal eine Größe ungefähr hat. Einfach mal so gucken. Hier wahrscheinlich mal Toilette gewesen oder so. Und Strom auf jeden Fall. Naja, gut. Das ist dann also so ein Bungalow mal gewesen. Mittlerweile alles extrem zugewuchert. Gegenüber, wo ich das letzte Mal hier war. Naja, auf Instagram auf jeden Fall habe ich, glaube ich, noch ein paar Fotos davon schon reingesetzt gehabt. Da vorne jetzt gleich zum nächsten Gebäude. Ich glaube, war die Kantine oder sowas. Na, hier mit Springbrunnen in der Mitte. Oh. Hat sich jemand gemütlich gemacht, auf jeden Fall. Ja, hier drüben links würde ich sagen Speiseraum oder sowas. Nur mal einfach mal reingucken. Kann mir das richtig schön hier eigentlich vorstellen. Auf dem ganzen Gelände alles grün ringsherum gewesen. Riesengroß hier alles. Wird der Speiseraum gewesen sein.
Nehmen wir erstmal mal ein, zwei. Oh, Bar. Naja, gut. Okay. Hier wird doch wohl nicht die ein oder andere Feier drin gewesen sein. Rüber zur Essensauswahl mal gucken. Von der Küche noch was übrig ist. Ja, Abflüsse auf jeden Fall. Alles sehr tief gehalten. Wird wohl alles mal Essensausgabe gewesen sein. Sieht so ähnlich aus wie die Kaserne am Stadtrand. Einfach mal ein Video angucken. Und können wir uns genau gleiche Urteil, wird es wahrscheinlich bauweise ähnlich, alles ein bisschen, okay, hier hinten überall kleine Räume. Hier drüben auch noch ein großer Raum, diesmal, aha, okay, ein anderer Speiseraum. Eingang von der Seite, also ein bisschen kleiner erhalten. Na ja, klar, hier haben wir, wird okay, das ist hier wieder alles irgendwelche Gifte, die hier rumgeartet haben. Überall irgendwelche Kanister. Wenn wir hier lang gehen, ziehen wir raus. Okay, einmal ringsherum hier hinten, sieht aus wie ein Wirtschaftshof. Gucken wir uns gleich noch an. So, sind wir draußen. Sieht aus, wie gesagt, wie so ein Wirtschaftshof. Garagenzufahrt. Wahrscheinlich mal Wäscherei oder so was gewesen. Einfach mal einmal rumschwenken. Ja, mal in eine so eine Halle reingucken. Gucken, was hier noch so drin ist. Auf jeden Fall riesig, die Halle. Ja, klar. Halle ein bisschen im Trocknen hier. Gucken, was wir hier noch so schön finden. Bücher, okay. Kleine Bücher. Die Küchenfrauen sind immer nett. Kochen die Suppe mal dünn, mal fett. Sie waschen und trocknen ab. Würzen die Suppe mit Lorbeerblatt. Thomas Euler. Okay. Na ja, gut, schön. Dann schauen wir mal hinten nochmal nach, was wir hier hinten haben. Mal gucken. Bestimmt nur ein Ausgang zur Seite. Ja, ein paar Sicherheitsscheiben. Da ist ein Ausgang zur Seite. Nach hinten raus. Überall gehen hier noch Wege weg. Ah, da hinten noch eine Zufahrt. Hier ist der Schornstein, wo ich am Anfang gedacht habe, das ist ein anderes Gelände. Ja, laufen wir jetzt auf jeden Fall so, dass uns fast der Nachbar gesehen hätte. Ja, hier gibt es auch noch Nachbarn. Schornstein, ich denke mal, irgendwas heizhausmäßig gewesen sein. Ja, Reinigungsschacht. Okay. Jetzt von hinten noch mal in die eine Halle rein. Einfach mal gucken. Licht das an. Ja, reingucken hier. Hier riecht es auf jeden Fall nach Heizung. Definitiv. Großes Heizhaus gewesen. Ja, hier hat dann der Schornsteinfeger mal so ein paar Tage zu tun. Ihr habt definitiv. Okay, hier hinter ist noch ein Gebäude. Hatte ich beim letzten Mal, wo ich hier war, gar nicht gesehen. Oh, Panzertür. Okay. Startstrom. Ah, okay. Auf jeden Fall irgendwas, wo nicht jeder ran sollte. Aber hier liegt natürlich auch wieder alles an Chemikalien rum und irgendwelche Giftstoffe und alles. Deswegen wahrscheinlich alles verrammelt und verriegelt mit großer Tür.
noch ein Gebäude gefunden. Kann ich euch leider nicht alles zeigen, da hier ich die mal mit Graffiti ausgeholt wurde. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was das hier gewesen ist. Eine Kegelbahn. Zeige ich euch gleich noch. Mal schauen, was das hier ist. Ja, wahrscheinlich mal ohne was angepflanzt, ne? Ja, wunderbar. Eine Kegelbahn. Einfach mal zack. Bank. Mal bis zum Ende durch. Hier haben wir sie. Tisch. Alles noch da. Vorne noch zu sehen. Die Pins sind leider nicht mehr da. Natürlich. Wahrscheinlich wie immer alles geklaut. Schauen wir mal hier hinten noch. Hier über Toilette. Ah, hier ist ja noch eine Kurve. Oder eine Ecke. Nehmen wir mal so. Gucken, ob wir noch irgendwas finden, was auf so ein bisschen Freizeitspaß hindeutet. Okay, nichts großartig. Auch die Räume sind nicht richtig beschriftet oder so. Was sein könnte. Hier hinten wieder bloß Heizung. Nichts. Nichts weiter zu sehen, nur noch die Kegelbahn. Naja gut, wie gesagt, weiter jetzt Richtung Ausgang. Und dann sehen wir uns da gleich. So, am Ausgang angekommen. Beende ich natürlich das Video wie immer mit sämtlichen Grüßen. Ist da ja Grüße gehen raus. Bianca, Familie, Kollegen, an alle Zuschauer, vielen Dank, dass ihr wöchentlich einfach die Videos euch anschaut, immer mal einen Kommentar da lasst, liken, wie gesagt, einfach Leute mit dazu holen. Wir können ein bisschen größer werden, vielleicht schaffen wir die 200 bis Weihnachten, haben ja noch 2 Monate Zeit, mal gucken. Und dann verabschiede ich mich hier aus dem Ferienheim. Bis zum nächsten und bis dahin. Ciao. Und der Hunger kommt mit voller Wucht auf unsere Dörfer nieder. Und wir sehen Leute sterben. Alles ist entsetzt und fragt sich, wer es geht.